Tegil Fo Üz Ürzin. Oder auch anders gesagt, das Ministry of Light. Und damit herzlich willkommen zu eventuell, man weiß es ja nicht, letzten Folge von diesem Let's Play zu der Clue 2. Einerseits finde ich es natürlich schade, dass es zu Ende ist, zu Ende sein wird, sehr bald schon, aber ich freue mich auch wirklich auf meinen Nachfolge-Let's Play und ich hoffe, das kommt auch ganz gut bei euch an. Es ist ein Spiel, was ich sehr liebe, was eigentlich so mit einem meiner Lieblingsprotagonisten hat. Also jetzt muss ich mich mal eben wieder hier drauf konzentrieren. Ich höre, wen gehen, ihr auch, und sehe einen. Ach, die müssen wir natürlich erst aufmachen, die Tür. Moment. Zurückspulen. Hallo? Tür aufmachen. Wie mit diesem Werkzeug wird das nicht funktionieren? Hä? Tür ist verschlossen. Hä? Mit einem Lötkolben mache ich die Tür auf. Spannend. Okay. Ja gut, das muss man auch erstmal wissen. So, und scheinbar läuft der Kerl hier seine Runden. Alles klar. Da haben wir einen Schalter. Ah, für Daisy. Wird das jetzt schon wieder so ein Ping-Pong-Gedöns hier oder was wird das? Scheinbar. Zumindest sieht es bis gerade so aus. Naja, schauen wir mal, ob das jetzt. Dann müsste ja eigentlich jetzt gleich dann, wenn wir diesen Schalter für Daisy umgelegt haben, Daisy einen Schalter für uns umlegen. Und so weiter und so fort. So. Daisy. Ja, also sie kann jetzt auf jeden Fall dadurch scheinbar weiter. Bis. Ups. Hierhin und da ist in der Tat ein Schalter für Matt. Vermute ich jetzt mal. So, jetzt müssen wir mal eben. Moment. So. Können wir ja hier reingehen eigentlich, ne? Die ist auch sogar offen, die Tür. Oh, ich. Oder gehe ich lieber wieder raus? Ich weiß es nicht. Moment. Oh, das könnte gepasst haben. Ich wag's jetzt einfach mal. So. Weiter, Matt. Da ist eine Lichtschranke. Das ist dann die wohl für da, wo Daisy steht, könnte ich mir vorstellen. Oder? Ja, da steht nämlich Matt. Cool. Okay, das heißt, wir gehen runter, oder? Nee, runter können wir nicht. Hier unten sieht man auch schön diese ganzen Schaltkreise und sowas, wie auf so einer Platine, nur zigtausendfach vergrößert. Wofür ist das denn? Oder kann man noch höher? Man kann, nö, gehe ich erstmal höher, weil vielleicht brauche ich dafür noch einen Schalter. Da ist ein Schalter und da ist ein Kerl. Kommt er hier raus? Das wäre jetzt ziemlich kacke, weil dann muss ich einen Weg finden. Wie ich da wieder wegkomme. Läuft hier eigentlich irgendeiner rum? Nee, ne? Daisy, kannst du hier reingehen schon? Achso, irgendwie, dann mach erstmal die Tür auf. Mal eben schauen, was wir hier haben. Hier kann man wohl problemlos reingehen, wie mir scheint. Und
Okay. Höher geht's nicht. Das heißt, wir müssen wohl hierher. Frag mich nicht, wo wir jetzt hinkommen. Hier gibt's sehr viele Lichtschranken. Also es ist sehr Lichtschranken stark anscheinbar, die Mission. Aber bis jetzt eigentlich ja interessant gemacht. Da vorne ist der Eingang. Okay. Ich sage, es ist diese komische Architektur hier. Wir hatten aber noch keine Mikrofone, also die gibt es wohl noch nicht. Sinclair ist immer noch normal in seiner Zelle, genau. So. Gucken, wie er geht. Aber er war ja gerade an der Tür, das heißt, er ist nicht rausgegangen. Was machen die hier eigentlich? Was stampfen die hier so? Das ist total das verwirrende Geräusch. Ja. Mach doch mal den Schalter. Ist ja dann für Daisy wieder. Muss ja eigentlich sein, rein nach der Logik her, ja. So, und Daisy McFoster hat hier schon wieder einen Schalter. Ich werd nicht mehr. Leute. So, dann gehen wir auch schon wieder rein. Jetzt ist natürlich die Frage, sieht er, dass der Schalter umgelegt ist? Ich weiß es nicht. Boah, schon wieder, ne? Hallo? Das scheint aber die oberste Etage zu sein. Dann nehmen wir wieder Daisy und versuchen. Ja, das ist der Schalter. Alles klar. So, dann. Bis jetzt ist das ja relativ, wie soll man sagen, machbar eigentlich. Also gehe jetzt mal hier rum. Oder gehe ich? Doch, ich gehe mal hier rum, weil da sind nämlich zwei Schalter. Wofür die denn so sind. Zwei Schalter sofort. Muss ich die jetzt gleichzeitig drücken oder so? Das geht ja nicht. Ich kann ja immer nur einen. Wo ist das denn bitte wieder? Ah, und das ist für die Gefängnistür. Geil. Okay. Das heißt. So. Das heißt, Sinclair kann raus. Tatsache. Das? Ach, das war hierfür, ne? Sinclair. Und du, meine Liebe. Ach, du kannst ja noch höher. Oh, ich dachte schon. Hier kann man sich aber auch schon so ein bisschen drin. Oh, verirren. Du stehst mir da ein bisschen zu nah dran für mein Gefühl. Ja. Vor allem sie mit ihren Händen immer. Sie soll doch ihre Hände da in ihrer Tasche behalten, verdammt. So. Ja gut, dann machen wir den mal. Moment. Das ist sogar der. Ah, geil. Okay, dann kann Daisy da auch durch. Sie könnte jetzt wohl auch wieder runter, aber. Was wollen wir? Das Gefängnis ist ja oben, also eigentlich. Oder geht sie? Nee, das ist der gleiche Schalter, der ist nämlich immer noch unten. Geht sie jetzt denn hoch dann oder wie? Das ist auch immer noch aus. Okay, also bleiben die aus, scheinbar dauerhaft. Ja gut, dann geh du mal hoch, weil. Okay. Da ist ein Schalter. Dafür. Ja, was bringt mir das, wenn ich da hinkomme? Der Schalter ist dafür. Und dann komme ich hier hin, aber das bringt mir doch gar nichts. Doch, jetzt bringt's mir was. Ah, so. Alles klar, ja. Das sind nochmal. Leute! Ey, wollt ihr mich denn verschusselemengeln oder was? Okay. Das heißt, im Prinzip muss Matt jetzt auch hier hoch. Und dann muss man, glaube ich.
Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, auf die Schnelle zwei Schalter gleichzeitig drücken. Oder irgendwie sowas. Ich habe halt einen trockenen Hals. Gerade irgendwie. Ich hoffe, das bleibt sie nicht so, weil ich möchte ja ganz gerne dann vielleicht sogar heute noch die erste Folge meines neuen Let's Plays aufnehmen. Das ist dafür. Eins von eins. Der ist für oben auch. Und der ist für auch hier. Ja, dann muss das ja gleichzeitig, weil wie soll man. Ist ja nur eine Lichtschranke. Das heißt, die ist mit zwei Schaltern gesichert, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ich hoffe nicht, dass ich mich jetzt gerade ein bisschen blamiere oder doof anstelle. Dann stellst du dich nämlich mal dahin und du stellst dich hier vor. Und dann machst du. Und du machst. Okay. Boah! Das ist ein kurzes Zeitintervall, meine lieben Leute. Ach, und jetzt bin ich hier oben. Ah, geil, dann sind wir ja. Wir sind hier jetzt fertig. Nee, das kann doch nicht sein. Weil. Entschuldigung. Weil. Dann muss ich doch diesen nur noch betätigen. Der ist für oben und der andere, wo Sinclair oben steht, ist auch für oben gewesen, oder? Moment. Tatsache. Okay. Also, ja. Ich meine, okay. Dann machen wir das mal. Hä? Oder nicht? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Moment. Ach, da ist noch einer. Boah, dreifach gesichert. Okay. Sieht man das? Ist die dreifach gesichert? Ja, nicht so wirklich, oder? Ja, doch, so ein bisschen kann man es vielleicht erahnen, dass das drei Streifen sein sollen. Ja gut, okay, dann konnte das natürlich nicht klappen. Dann machen wir das jetzt nochmal einzeln. So, und zwar 24. Okay. Und jetzt. Hier kann ich was machen. Okay. Damit habe ich die Verdunklungsmaschine mit lahm gelegt und alles getan, was ich tun konnte. Was jetzt passiert, entzieht sich meiner Kontrolle. Hiermit kann ich die Planung beenden. Okay. Ja. Muss ich jetzt auch noch wieder heil rauskommen? Nee. Es hieß ja eigentlich, es reicht, wenn ich zur Verdunklungsmaschine komme. Ich wage es jetzt einfach mal. Ministry of Light. Im ersten Versuch? Really? Vielleicht hat's ja geklappt, ich weiß es nicht. Ich glaub's jetzt nicht, also das wäre mir jetzt ein bisschen fadenscheinig, wenn das jetzt sofort so geklappt hätte. Und ich würde sagen. Nee, komm, das machen wir noch in dieser Folge. Weil wenn's geklappt hat, dann wird das auch die letzte Folge. Dann fange ich jetzt nicht extra nochmal eine an. Dann wird die vielleicht ein bisschen länger als sonst. So, es fängt mit Daisy an, glaube ich. Und natürlich melde ich mich gleich wieder, wenn die Musik vorbei ist. Bis dann.
Okay. Das sah ja bis jetzt schon mal nicht schlecht aus. Das heißt. Ja, ich war gerade in der Musik. Tut mir leid. Ja, das heißt ja im Prinzip, wenn ich das ein bisschen schneller versuche noch, dass er sofort da durch kann, dass Daisy die Lichtschranke früher deaktiviert, dann könnte das ja sogar sofort klappen. Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Werden wir es sie diesmal schaffen? Ich habe das jetzt offscreen nochmal neu gemacht und auch ein bisschen schneller. In der Hinsicht, dass uns die eine Woche nicht sehen wird. Hoffentlich, wenn wir da hochgehen. Daisy deaktiviert die Lichtschranke ein wenig schneller als vorhin und wir gehen sofort durch. Quasi. Dann sollte es nicht auffallen. Und wenn das so geklappt haben sollte, dann dürfte der Rest eigentlich auch geklappt haben. Denn das waren ja nur die Lichtschranken-Spielchen, sag ich mal. Schauen wir mal. Da hinten haben wir gerade übrigens Daisy gesehen, die steht da unten. Genau, jetzt hatte sie es schon deaktiviert. Ha, perfekt. So, dann wollen wir mal eben schauen. Jetzt muss Daisy, glaube ich, einen Schalter betätigen, oder? Matt, glaube ich. Genau, Matt, hier, an der Stelle. So. Jetzt wartet er noch eine Runde. Vielleicht das letzte Mal, dass wir diese Musik gehört haben, liebe Leute. Vielleicht, vielleicht. Aber ich finde es interessant gemacht, dass das so jetzt auf einmal zweifach und dreifach gesichert ist. Mal davon abgesehen, ist es ja doch nicht so schwer. Also so schwer, wie ich es vielleicht jetzt gedacht hätte, weil wegen letzter Einbruch und das große Finale war es jetzt eigentlich nicht. Also. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin oder so, das nicht, aber. Ja. Es ist machbar, sagen wir mal so. Also relativ schnell. Also, wenn man es einmal durchschaut hat, jetzt ist, glaube ich, Sinclair draußen. Genau. Der steht jetzt schon da. Und jetzt gleich kreuzen sich die Wege von Matt und Daisy, soweit ich weiß. Genau hier. Ja. Jetzt gehen nämlich beide hoch und dann müssen sie ja beide wieder gleichzeitig den Schalter drücken, damit Matt eine Etage höher kann. Hallo, Matt? Okay. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Ja. Weil da muss man echt schnell sein. Das Ding hält ja nicht lange so. So, Leute. Ja, dann kommt jetzt der allerletzte Schritt. Wenn das geklappt hat, dann ich halte mal meine Schlüsse. Wir müssen hier raus. Ja, aber wie kommt man hier raus, Matt? Ich kenne den Weg, aber zuerst habe ich noch eine Frage. Wer könnte Interesse daran haben, die ganze Stadt in Dunkelheit zu hüllen? Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Es gibt nur noch einen funktionierenden Wirtschaftszweig und das ist die Glühbirnenindustrie. Und ich sage Ihnen, ich gehe hier nicht raus, bevor ich dem nicht ein Ende gesetzt habe. Sequenz aktiviert. Ihnen bleiben 5 Minuten bis zur finalen Destabilisation der Generatoren. Ich empfehle einen angemessenen Sicherheitsabstand. Leben Sie wohl. Die frei werdende Energie wird sich in der Peripherie entladen. Und das bedeutet? Die schrittweise Zerstörung des Komplexes, bevor der Countdown überhaupt beendet worden ist. Oh nein, es hat schneller begonnen, als ich gedacht hatte. Wir müssen hier raus, sofort. Um uns herum explodierten Tanks und rissen Leitungen auf. Wir mussten um unser Leben laufen.
Tja, Leute. Wenn ihr das jetzt hier seht, dann ist das Spiel vorbei. Das Spiel ist aus. Wie es so schön heißt. Und das ist jetzt wirklich mal der Fall. Lasst euch aber nicht täuschen. Wir sind jetzt nicht nach dem Abspann wieder ins Spiel zurückgeworfen worden. Nein. Das Spiel hat sich einfach ganz geschlossen und das war's. Damit ich euch aber noch mal so ein bisschen Fazit erzählen kann, was ich denn so gut und schlecht fand, für so ein paar Sachen zumindest, dachte ich mir, ich lade mal den letzten Spielstand, damit ich euch dann noch mal was erzählen kann. Denn die Cutscene, die ihr gerade eben gesehen haben dürftet, sowie den Abspann, konnte ich leider nicht aufnehmen. Das wollte Frapse nicht. Fraps hat sich da wieder gesträubt und deswegen werde ich das später irgendwie hinzufügen. Ja. Das war der Club 2, liebe Leute. Das war's. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass es den Ruf eines schönen Spiels bei mir behalten hat. Ich muss aber auch sagen, dass es nicht mehr dazu gewonnen hat, durch die letzte Mission, die ich noch nicht kannte zum Beispiel. Die Story an sich finde ich interessant, wenn natürlich auch so ein bisschen hanebüchen an sich, aber interessant gemacht. Also es ist etwas, was jetzt nicht unbedingt nur so krimi-mäßig ist, sondern auch ein bisschen mit Science-Fiction daherkommt. Und das Ganze dann in diesem wirklich einmaligen Look. Ich kenne kein Spiel, was genauso aussieht oder so ähnlich aussieht und was auch vom gleichen Genre ist. Also ich kenne auch keine weitere Einbruchssimulation, die jetzt im wahrsten Sinne des Wortes nur Einbruchssimulation wie der Clue 2 ist. Man jetzt Thief und sowas mal ausgenommen, da muss man natürlich auch einbrechen, aber das ist ja keine Einbruchssimulation in dem Sinne. Falls ihr da noch mehr, ups, ist mir gegen das Mikro gekommen, falls ihr da noch Spiele kennt in der Richtung vielleicht, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare, würde mich immer interessieren. Es würde mich auch interessieren, wie ihr das Spiel denn so fandet. Das könnt ihr natürlich auch ganz gerne in die Kommentare schreiben. Meine Meinung habt ihr gerade so ein bisschen gehört. Ich fand auch zum Beispiel gut, dass man mehrere Komplizen mit mehreren Stärken und Schwächen hat. Das heißt, dass man immer ausklüngeln muss, wen nimmt man wo mit und wen schont man sich vielleicht auf für später wegen den Polizeiakten. Das ist ja sowieso so eine Sache für sich auch noch gewesen. Auch da die Möglichkeit, dass man mithilfe des Veterans die senken lassen kann, das ist natürlich auch interessant. Muss man aber natürlich wissen, auch mit den Werkzeugen, die in der Stadt versteckt waren, um sich ein bisschen was zu verdienen. Die Werkzeuge an sich fand ich gut, also so konnte man gut einsetzen, Lötkolben und sowas. Die Werkzeuge, die wir natürlich gefunden haben, jetzt rede ich gerade von so Sachen wie der Axt oder dem Schneidbrenner, das sind natürlich so Sachen, die kann man nicht unbedingt benutzen als Werkzeuge, zumal sie zu schwer sind meistens und auch zu laut. Aber allein, dass es die gibt, theoretisch als Angebot, das finde ich schon mal gut. Ja, der Look gefällt mir natürlich super von der Stadt. Die Musik ist natürlich 1A. Das ist somit fast das Beste am ganzen Spiel, würde ich sagen. Die musikalische Untermalung. Ich habe selten ein Spiel gehabt, was wirklich durchgehend so geniale musikalische Untermalung zwischendurch hat. Also so geile Lieder. So ein bisschen jazzy, funky. Das passt zum Feeling des Spiels, finde ich, und zur ganzen Sache. Das lässt es dann nochmal eine Spur edler daherkommen. Die Brüche, ich kriege schon wieder trockenen Hals, ich merke schon. Die Brüche an sich fand ich auch echt gut, muss ich sagen. Das Ministry of Light war dann doch relativ einfach. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass es noch ein bisschen Tacken schwieriger gemacht hätten. Vielleicht auch vielleicht dann echt mit so einer Sache wie Mikrofon, das heißt, dass man die dann im letzten Bruch wirklich als allererstes da aufgetischt bekommt und man muss quasi ins kalte Wasser geworfen, da versuchen, mit zurechtzukommen. Sowas hätte mich, glaube ich, dann nochmal gefreut. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel verlangen vom Spiel. Das war schon super. Was ich jetzt allerdings dann auch gemerkt habe, ist wohl, dass man in die anderen Gebäude der Stadt einfach nicht mehr einbrechen kann, was ich jetzt ein bisschen schade finde, muss ich sagen. Weil das würde ich gerne noch machen. Und ja. Dann geht das halt nicht, ne? Ich habe euch, hoffe ich, soweit es geht, den Großteil der Stadt gezeigt, den Großteil des Spiels sowieso. Ich würde fast behaupten, ich hätte euch alles gezeigt, aber das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht habe ich irgendwo ein Fleckchen übersehen, was mal ganz nett anzusehen war.
Ja, das soll es dann auch von meiner Seite aus gewesen sein, ohne das jetzt noch weiter in die Länge zu ziehen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, wenngleich ich manchmal natürlich schon kurz so ziemlich angenervt war, wie ihr das vielleicht auch manchmal gemerkt habt. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass die schwersten Brüche wirklich das Nähebüro, aber mit großem Abstand dann auch noch die Bank waren, wo Alex auch mit dabei war. Da bin ich echt im Nachhinein immer noch froh, dass ich ihn dabei hatte, weil alleine wäre ich da, glaube ich, total abgestunken dagegen. Ja. Das war's, liebe Leute. Ich würde sagen, haben wir wieder was gelernt, nämlich, dass Matt Tucker jetzt endlich mal wieder in Ruhe ausschlafen kann, ohne den nächsten Clou zu planen und nicht mit irgendwelchen komischen Prismen und einer Schreckkarte, genau, mit einer Schreckkarte, mit einer Checkkarte hier rumhantieren muss und dass er sich mit ich kriege hier gerade echt ja, Manno, das ist jetzt ein bisschen doof, gerade zum Ende hin hier. Und dass er sich natürlich mit Daisy McFoster auch noch ein schönes Leben machen kann, in der Hafenkaserne da unten zum Beispiel, in dem Hafendingens. Und das wäre eigentlich alles, was ich zu sagen habe. Deswegen würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zusehen vom ganzen Let's Play von meiner Seite aus. Nochmal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage jetzt einfach mal, bis zum Nachfolge-Let's Play. Was ich vielleicht dann auch schon zeitnah hochladen werde, zumindest den ersten Part. Es wird wieder was ganz anderes sein, aber auch ein Point-and-Click-Spiel, so wie dieses hier im Prinzip. Schauen wir mal, vielleicht gefällt euch das ja auch. Würde mich freuen, wenn ihr auch in meine anderen Projekte reinschaut, falls ihr die noch nicht kennt und mich generell weiter verfolgt und unterstützt und überhaupt, hast du nicht gesehen, liken, abonnieren, favorisieren. Gerne, 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 da bin ich voll heiß drauf. Nein, also ich freue mich natürlich, aber okay. Tschüss, liebe Leute, euer Dave. Das war's.